und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marlons Welt. Diesmal sind es die Miris, die sind jetzt woanders in einem anderen Käfig. Jetzt haben sie hier so einen eigenen kleinen Raum, den kann ich mal zeigen. Hier steht noch so ein Krempel, da sind Meerschweinchen-Sachen, hier ist der Käfig. 1,60x80, das ist eigentlich gerade nicht reichen. Das ist jetzt der größte, den es gibt, haben wir jetzt geholt. Das ist wirklich schön viel Platz, die sind ja auch noch nicht ausgewachsen und so. Hier haben sie dann so einen Raum, hier dürfen die rumlaufen ganz oft. Ja, hier, okay, die Schüssel, die muss eigentlich hier rein. So, da ist aber eh nicht mehr so viel Trockenfutter drin. Muss ich auch auffüllen und so. Okay, die sind jetzt hier. Hier ist zum Beispiel die Ray hat sich verändert. Da ist sie. Die kennt ihr ja schon. Ja, ihr habt ja schon viele mit Videos mit ihr gesehen. Aber ich habe jetzt noch nie so richtig. Ich habe bisher ein Video, wo sie im Käfig waren, erst gedreht. Okay, dann habe ich jetzt hier noch eins. Mache ich jetzt hier noch eins für den Käfig. Dann könnt ihr ja mal sehen und ihr könnt ja mal gucken, wie es hier abläuft. Und ja, auf jeden Fall nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine coolen Videos mehr verpasst. Und wäre auch sehr cool, wenn ihr ein Like da lasst. Okay, auf jeden Fall ist dann hier, warte, ich muss mal kurz die Klappe hier aufmachen, dann kann ich euch mal zeigen. Da ist irgendwo bestimmt die kleine Lea, hat sich bestimmt da im Haus versteckt. So, warte, wir zeigen die euch mal. Da ist die bestimmt, ja, da ist sie ja. Da ist die kleine Lea, die guckt da aus dem Fenster. Ich weiß nicht, Lea guckt in der letzten Zeit öfters aus dem Fenster. Ja, da seht ihr sie. Voll süß. Und dann gibt es natürlich noch die Reh. Okay, das ist wirklich ein bisschen blöd. So, das kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen. Okay, ich würde jetzt sagen, ich räume einfach mal den Käfig leer, damit die sich nicht verstecken, weil die waren vorhin so aktiv und sind geflitzt. Jetzt machen wir einfach noch Mittagspause. Okay. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn der Käfig leer ist. So, ich habe den Käfig jetzt leer geräumt, wie ihr gerade seht. Hier sind sie jetzt, die kleinen Miris, die sind jetzt hier einfach, laufen hier rum. Ja, das ist eigentlich voll süß, wie die kleinen. Hallo, Ray, das ist die Ray. Man sieht jetzt wirklich, Lea ist viel größer, stärker eigentlich. Die Rehbaby kann sich gar nicht mehr richtig durchsetzen. Und Ray ist halt ein Baby und Lea ein Schatz und so. Ja, ist halt schon ein bisschen knifflig für die arme Ray. Aber sie fühlt sich eigentlich wohl. Die Lea ist auch gar nicht so böse. Aber sie will halt schon das meiste Essen immer haben. Deswegen, Ray ist irgendwie dünner geworden. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Oder vielleicht hat Ray einfach die Farbe gewechselt. Und ja, aber das hier dunkelbraun, das ist ja so. Weiß nicht, was das für eine Farbe ist. So. Okay, auf jeden Fall. Da ist die kleine Lea. Wir zoomen mal richtig nah dran. Wir zoomen. Da ist die Lea. Guck mal hier. Wartet, Leute. Oh. So sieht das Einsteuer aus. Wow, mein Gott, das sieht so ekelhaft. Warte, vielleicht so. Nee, das ist ein bisschen nah. So. Yeah, da ist die kleine Ray. Und da ist die Lea. Okay. Hier gibt es eigentlich nicht mehr viel zu zeigen. Ich wollte euch jetzt einfach an diesem Video einfach nur den Käfig vorstellen. Ja, und hier, hier die Miris. Jetzt seht ihr sie vielleicht nicht so gut. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen zoomen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit da rumzulaufen. Ja, da mit 8 zoomen wir so. Jetzt sind wir hier richtig. Oh, ich wackel. Da ist Lea. Und hier ist die Idee. Das Einschreien sieht jetzt ein bisschen fake aus. Und das sieht jetzt wirklich ein bisschen fake aus, als wäre es ein Fernseher. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur wegen dem Zoomen und so. Ja, ihr kennt's. Oh, das war so süß von Lea, Schatz. Ja, man kann ja sehen, dass die echt ganz schön süß sind, die Kleinen. Okay, in der Zukunft würde ich jetzt mal sagen,
Also, was heißt Zukunft? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. So sieht es aus, wenn man mit 8 zoomt. So. Ist das wirklich schon voll der Fake. Aber ich finde, es ist einfach schön. Sie fühlen sich auch wohl. Aber im alten Käfig fühlen sie sich auch wohl. Ich weiß nicht, welchen sie mehr mögen. Keine Ahnung, ich bin ja kein Meerschweinchen. Ja, man kann sie schon erkennen, dass sie das schon süß finden. Ja, das sieht ihr da. So. Okay, dann wollte ich eigentlich sagen, tschüss. Okay, und ihr werdet noch ein paar mehr Tipps sehen.